So, weiter geht's mit Genshin. Diesmal wirklich, denn das ist jetzt, glaube ich, die dritte Aufnahme, so die ich versuche zu starten, weil ich weiß nicht, irgendwie. Ich habe lange um den heißen Brei rumgeredet. So, was ist Sache? Windblumenfestival irgendwie oder Windblume, wie es ja irgendwie, glaube ich, für die englischen Leute genannt wird. Ja, whatever. Auf jeden Fall Event jetzt, Festlichkeiten irgendwie, bla blub in Mondstadt. Boah, ich krieg gar keinen Satz raus. Das ist so schlimm. Ich hoffe, das wird sich gleich noch bessern. Okay, ja, nein, nein, nicht abletten Abschied. Das hatten wir schon. Das war letztes Kapitel. La 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 la. Kennen wir schon seit drei Chapter, also drei Updates. Also seit mittlerweile 18 Wochen. Oh Gott. Es war irgendwann im November das Update. War mittlerweile März. Ende März. Okay, so. Was ist eigentlich aktueller Stand jetzt gerade? Das letzte Event habe ich, glaube ich, selber gemacht gehabt. Das war dieses Geo-Exen-Event. Habe ich nur mal kurz angesprochen, als ich letzten Weltquest, glaube ich, gemacht habe. Ist auch schon wieder jetzt, ja, 3 Wochen her. 3 Wochen ungefähr, glaube ich. Eine Woche ist das Update draußen, eine Woche davor, ja, kommt hin. Das war auch nichts Besonderes. Einfach nur erweiterte Erkundungsdinger und Geo-Exen platt machen gehen. Nichts, was sich also lohnt, gesehen zu haben. Gab ein paar kleine Belohnungen. Okay. Apropos Belohnung. Ich weiß nicht woher, aber ich habe ein bisschen was angespart an Primo Gems. Nachdem ich mittlerweile das Spiel besser kenne und weiß, für was Venti gut ist und was Venti kann, würde ich es eigentlich ganz geil finden, Venti zu haben. Aber ein 10-0 Venti ist zwar geil für die Crowd Control und für den Wirbelschaden. Aber ich weiß nicht, wo ich ihn noch einbauen soll. Ich weiß so schon nicht, wie ich meine Teams aufbauen soll. Ich habe mehr als 8 Charaktere für den Abyss, was jetzt auch nicht verkehrt ist, weil ich dann variieren kann, je nach Ebene. Aber ja. Blumen sich gerade ganz komisch ruckartig resettet. Nee. War kurz aus. Ja, deswegen werde ich Venti wieder skippen. Wie beim ersten Mal. Im Nachhinein hätte ich gerne Venti doch beim allerersten Banner schon versucht zu bekommen. Und dafür Klee geskippt, aber naja. Der zweite Grund ist, ich habe eine C6 Sucrose, whatever. Die sollte halbwegs ähnliche Ergebnisse zielen, damage-technisch. Und ich habe mal gelesen, dass, glaube ich, Diluc seine Elementangriffe auch nicht in der Core Control treffen. Weil die zu hoch sind, die Gegner. Und gegen größere Gegner bringt das eh nichts, von daher egal. Außerdem habe ich hier mein Schau-Schätzchen, der verdammt viel Damage macht. Und Schau ist auch komischerweise der erste Charakter, für den ich es wirklich in Betracht gezogen hatte. Moment. Mir einen 5-Sterne-Weapon-Banner mal anzugucken. Ich weiß, der Jadespeer wäre für ihn nochmal optimaler gewesen irgendwie. Und würde auch besser zu ihm passen vom Farbmuster, der grüne halt. Aber da hatte ich A, die Primus für ihn benutzt. Und B, habe ich noch mir Gedanken drum gemacht, welche Free-to-Use-Sachen ich nutzen könnte. Ja, und ich habe dann irgendwie so zwischen 20 und 30 Puls, also Ziehungen, Wünschen, dann den Homa-Start bekommen, Gott sei Dank. Und ich bin zufrieden, weil er ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Moment, ich muss ganz kurz husten. Oh Gott. So. Denn der Banner ist synthetisiert, energiert. Ich weiß das Wort gerade nicht. Moment. Synthese, Synergie, Synergizing. Ich glaube, Synergie war es. Synergie. Muss Google fragen. Synergie. Was? Synergie? Energie, die für den Zusammenhalt und die gemeinsame Erfüllung von Aufgaben zur Verfügung steht. Synergismus. Ja, kommt ungefähr hin. Halt die Klappe. Halt die Klappe, Schau. Nee, weil der Stab wird immer, macht einen stärker, wenn man Leben verliert. Und ich glaube, unter 50% Leben noch mehr. Und da Schau seine Ult halt ihm Leben abzieht, ist das, glaube ich, ganz gut. Das passt gut zusammen. Also, je länger seine Ult andauert, desto stärker werde ich ja sowieso. Und seine Ult schon und dann der Stab dazu auch nochmal. Es ist eine Win-Win-Situation. Mit meinen Artefakten bin ich auch zufrieden, also sofern ich nicht zufällig irgendwie mal was Neues bekomme, besseres. Halt falscher Bereich. Nein. Aber doch. War richtig. Hier Stats. Oder allgemein dann Stats mal ganz kurz angucken. Max LP, ja. 21.000 irgendwas, glaube ich. Angriff
957 plus 1300. Ich glaube, hier kann man es besser sehen, ja. 2262. Verteidigung, ja, Elementarkunde, brauche ich nicht unbedingt, aber ist okay. Ich weiß nämlich nicht, ist Elementarkunde für Verwirbelung aussagekräftig? Ich glaube nicht. Egal. Also KT habe ich es geschafft, auf 54,5 zu kommen. Also die goldene 50% Marke überboten und von Crit-Schaden sogar 190%. Das ist das Highlight. Das heißt, wenn ich kritte, was halt jeder zweite Schlag sein sollte in der Theorie, dann hat halt jeder Treffer fast dreimal so viel Schaden. Der Basisschaden, dann der Schaden mit mal Crit genommen und 100% Crit sind halt schon doppelter Schaden. Also dafür, dass ich... Das ist halt interessant, weil er haut noch mehr Crit-Schaden raus als meine Kicking. Meine Kicking hat halt sogar halt Basis-Crit-Schaden-Scaling. Gut, er hat einen Crit-Schaden... Speer und Crit-Schaden-Helm. Das hat beides Kicking halt nicht. Und das sind 120 mehr, die er dadurch hat. Müssen, glaube ich, 120 sein, oder? Moment, Waffe. 66. Und der Helm auch, glaube ich, so in den Dreh. Ja, 62. Also 120 hat er schon mehr an Crit-Schaden deswegen. Und dafür hat er halt Crit-Rate halt. Also, wo sie halt das schwarze Schwertdingens hat. Hat er halt dann einen Crit-Bonus oder Crit-Schadensbonus. Dafür macht sie halt mit ihren Basics allgemein noch wieder mehr Schaden. Von daher, es gleicht sich irgendwie aus, obwohl er halt deutlich mehr raushaut. Ist kein Geheimnis, aber ja. Ich habe ihm sogar die Feder von Kekin gegeben und eine Random-Feder, die für ihn auch okay gewesen wäre, habe ich Kekin gegeben. Ich glaube, da ging es, dass die andere Feder, glaube ich, Crit-Schaden hat, dafür weniger Crit-Treffer. Was bei Kekin uninteressant ist, weil die hat genug Crit-Treffer. Gut, so viel zu meiner Aufstellung momentan. Achso, ja, die Primus spare ich jetzt gerade an für den Childery Run, also Tartaglia. Denn zum einen kommt da Rosaria in den Banner, offensichtlich, offenbar. Und die hat halt zwei gut sprechende Argumente für sich. Ja, Oni im... ja... Classic Mode. Die hat Brüste. Yay. Ja. Relativ wenig Charaktere in diesem Spiel haben bisher Brüste gehabt. Also lasst mir diesen einen Charakter, der Brüste hat. Also überdimensionierte Brüste. Verhältnismäßig. Wobei es schlimmere Spiele gibt und Rosaria ist noch ganz okay. Nee, aber an sich, was für sie mehr spricht, ist, dass sie zum einen Kryo ist und mir fehlt halt irgendwie so ein Kryo-Charakter. Ich könnte theoretisch halt hier das Katzenmädchen als Support machen. Ist jetzt aber auch nicht so geil. Ich stehe irgendwie... Ich habe genug Supports nebenbei, so merkt. Also Healing wäre halt höchstens... Das Optimum wäre natürlich, wenn ich Chi-Chi bekommen würde. Zum Healen und Kryo applyen, aber... Es wird unwahrscheinlich sein, außer wenn ich halt Schalde nicht ziehe und dann sie bekomme mit Glück, aber... Es wäre trotzdem eine Win-Win-Situation noch, wenn ich dann sie bekommen würde. Ja. So viel dazu. Die Musik ist gerade ein bisschen laut für mich. Moment, ich mach die mal lauter. Lauter vor allem, leiser. Ja, Chi-Chi wäre halt ganz nett mittlerweile. Wegen Lifestyle und so weiter. Dann hätte ich einen fünftigen Heiler für alle anderen, wenn Barbara gerade irgendwie unpassend ist. Oder halt einen effektiven Heiler im Gegensatz zu hier, Noelle. Ja, wie gesagt, also Rosaria ist in dem Banner drinne. Die würde ich halt gerne haben. Weil Kryo und... Sie ist ein Speernutzer. Prinzipiell war ich nie ein Fan von Speernutzern. Deswegen war ich auch von Shao erst nicht ja, fasziniert. Weil da eine andere Chain hat als andere, also als Changling zum Beispiel. Ich mag seine Basic Attack Chain, die hat was. Die ist stylisch. Ja, auf jeden Fall. Changling, ja, ist halt Changling, keine Ahnung. Kann man gebrauchen, kann man nicht gebrauchen. Als Support vielleicht, ja. Aber wie gesagt. Das andere, weswegen ich einen zweiten Speernutzer jetzt bevorzugen möchte, ist so ein bisschen waffentechnisch. Ich habe ja einen Waffenbanner gepult. Da habe ich jetzt, ja, gut, allgemein neben den 4-Sterne-Waffen, die ich sowieso bekommen habe mittlerweile. Ich habe eine ganze Menge 4-Sterne-Waffen und auch 3-Sterne-Waffen, die ich teilweise gelevelt habe, weil die mal irgendwie ansatzweise relevant gewesen wären. Zum Beispiel das Himmelsflugschwert wäre für den Main-Character Nemo interessant gewesen, wegen der Aufladerate. Ja, die hat aber jetzt das Elementarding hier für Damage. Also den Eisenstich habe ich vor einer ganzen Weile mal gecraftet.
Das Opferschwert hat hier mein Benny Boy. Er hatte vorher den anderen physischen, den ganz 4 Sterne craftable Wert, das Wort, Ding, bumm. Egal. Ja. Ist halt auch nicht mehr aktuell gewesen dann irgendwann als Support für ihn. Besser für ihn wäre halt sogar noch hier oben der das Schwert der Verderbnis. Aber das ist halt dann das Item, was ich jetzt Albedo gegeben habe, als ja, keine Ahnung, Ultbot für den Damage-Buff von dem Artefakt-Set. Weil er relativ schnell immer alles voll hatte. Sie hatte das schwarze Schwert halt. Und das wird wahrscheinlich diesen Mod dann auf R4 hochgehen. Kicking ist zwar jetzt nicht so wirklich zu gebrauchen in den meisten Kombos, aber die ist halt trotzdem noch gut. Für Bosse oder so, wo halt Schau nicht aufhauen kann. Klar, ich könnte auch immer mit Diluc draufhalten, aber ich weiß nicht, ich mag diese langsamen Zweihänder-Angriffe nicht. Und der wird ja erst dann schneller und stärker mit seinen Basics, wenn er die Dingens bekommt. Hier, wie heißen sie denn? Die Second Pulse, die Skill-Dinger, den Constellations, genau. Ja, deswegen richte ich erstmal so ein bisschen passiv dann Damage dazu. Oder guck, ich glaube, meine Brille ist schon wieder dreckig. Gut, dass ich jetzt gerade nur aufnehme. Das heißt, ich verpasse nicht so viel. Ich glaube auch, ich werde auch heute den Stream halt ausfallen lassen, weil ich bin A schon seit 12 jetzt wach, also 10 Stunden mittlerweile. Und habe halt keinen Mittagsschlaf gehabt. Klingt bescheuert, aber ist so. Und ja, ich Mystery Dungeon stehe ich auf Kriegsfuß jetzt mit dem Rheinwald. Und Light Matter kann ich auch morgen noch spielen. Gut, ja, was habe ich denn noch? Ja, was ich sagen wollte, genau. Das Spiel möchte, dass ich einen zweiten Speernutzer nutze, denn ich habe halt die Mondpike schon auf R3. Und die scheint relativ gut zu sein für hier. Rosaria halt. Alternativ vielleicht der Drachengradspeer. Also der Drachengradspeer gibt den höheren physischen Schadensbonus, hat aber einen deutlich geringeren Basisangriff. Das wird dann auch im Scaling später bemerkbar machen. Plus die Passive kann halt auch theoretisch daneben gehen vom Schaden her. Also ist unkonsistenter Schaden. Und ja, weiß nicht. Ja, zwar das Kryo-Attribut, aber dann auch noch Feuer vereisen mit, ja gut, mit Barbara geht es ganz gut dann eigentlich, aber ist zu friemelig. Da ist das Ding, glaube ich, besser. Höherer Basisangriff, schlechteres Scaling, okay. Muss ich mal gucken, wann, wenn sie rauskommen, was sie sich dann eher anbietet. Wahrscheinlich die Mondpike. Ja. Was ist denn da? Energieschubnadel. Verursacht nach dem Erhalten von Elementarteilchen oder Elementarkristallen 5 Sekunden lang zusätzlichen Schadenhöhe von 30% Angriff mit Standardangriffen und heftigen Schlägen. Ich muss Luft holen. Ja, und Rosaria ist wohl so eine, die auf Crit geht mit ihren Basics und ein Physical DPS ist, weil sie keine Kryo-Umwandlung hat. Im Gegensatz zu Chongi Boy, der leider deswegen für mich uninteressant geworden ist, weil er andauernd meine Basics ruiniert hat. Wobei das auch, ja gut, das kann man, das ist auch nur auffällig gewesen, als ich noch den physischen Goblet hatte. Mittlerweile habe ich auf den meisten Leuten halt die Elementardinger. Und die Elementardinger, die wandeln halt auch die Elemente halt direkt um. Es wäre jetzt im Fall von Shao zum Beispiel vollkommen irrelevant, weil Shao halt sowieso Anemo-Schaden, wenn macht. Und das auch nur mit dem Elementarangriff. Oder halt in der Ult. Und der Ult überschreibt ja sowieso. Ist also wieder irrelevant von Chongyun aus gesehen. Er ist halt hauptsächlich wieder für sich ein Applier. So gesehen, wenn ich ihn in einer richtigen Combo drin habe. Aber egal. Ja, dann habe ich hier noch den Favonius-Großschwert bekommen, woher auch immer. Sehe ich gerade das erste Mal. Wo kommt der her? Ja. Ja, dann halt das Ding, das habe ich einfach mal irgendwem gegeben, glaube ich. Ist halt auch wieder so ein Drachengrad-Ding. Hat interessanterweise nur ein halb so hohes Scaling. Allgemein sind die Speere teilweise vom Basisangriff relativ schwach, deswegen hatte ich so Probleme für Schau einen zu finden. Ja, gut, egal. Auf jeden Fall. Hier, der Ruhr-Prototyp. Der Prototyp. Gott, ich kann nicht mehr reden und nicht lesen. Ja. Den hatte ich halt schon auf R2 gemacht, weil er ursprünglich für Dingens gedacht war.
Benny Boy, der ist auch nicht mal so verkehrt, weil wenn ich halt vorher vier Basics mache oder fünf oder wie viel, ja doch vier, dann erhöhe ich halt den Angriff. Durch den Angriff erhöhe ich nochmal den Damage Boost dann von seiner Ult zusammen mit dem anderen Artefakt-Set. Ist Hofritual-Ding. Noblesse Oblige, oder wie es im Englischen heißt. Und es wäre halt nochmal ein höherer Damage Boost, aber mit dem hat er halt die Aufladerate, was wichtiger ist, glaube ich. Damit man ihn nicht so lange auf dem Feld haben muss. Die Glocke habe ich immer mal zweimal, dreimal bekommen mittlerweile. Pff, ist halt ein Zweihänder. Unnötig. Und das Ding ist für mich bisher am unnötigsten. Das antike Melitenschwert. Das hatte ich mal kurzzeitig für Chong Yun gedacht. Aber dann muss man halt ein komplettes Libre-Team machen. Und so blöd das klingt, die meisten Charaktere, die ich habe, die sind halt Mondstadt und die sind besser. Apropos Moment, genau. Für was zählt eigentlich jetzt Tartaglia? Er war eine liebe Questreihe, aber er ist ja eigentlich aus Nesnaya. Der Rest kommt ja wirklich aus Liebe und Dingens. Das ist okay, muss ich mal gleich nachgucken, ob das irgendwo steht. Ja, ansonsten hier die ganzen Tier-3-Dinge halt. Keine Ahnung, wie ich damals mal hochgebracht habe, so als Alternativen. Mittlerweile habe ich bessere 4-Sterne-Alternativen, aber okay. Favonius Jagdbogen sogar schon auf R5. Also, es wäre so denn der Togo-Bogen für Venti wahrscheinlich, momentan. Zumindest was in dem GV-Charge dann angehen würde. Aber okay. Ich nehme es seit 16 Minuten auf und ich labere nur über meine Items. Ja. Das ist jetzt so schön und gut, ich weiß nicht. Ich werde es einfach mal so machen. Weil dann habe ich gleich einen Part aufgenommen. Hab so ein bisschen den aktuellen Stand erklärt. Weil der Metall nochmal irgendwie gezeigt. Geprahlt, whatever. Und ja. Wir wissen zumindest, worum es im nächsten Part geht. Keine Ahnung. Sich eh keine an. Von daher, ich kann ja machen, was ich möchte. Ich kann auch nur auf der Stelle stehen eine ganze Stunde und das wird so oder so nicht angeguckt. Von daher, passt schon. Ja. Wenn es jetzt doch irgendjemand geguckt hat und diese Sätze hört, bleibt es drunter. So in 10 Jahren werde ich vielleicht mal dann einen Kommentar bekommen. Wenn ich Glück habe. nee. YouTube ist ja so nur zweitrangig immer. Hauptsächlich ja die Streams und da ist momentan wieder ganz okay. Ja. Was wollte ich eigentlich jetzt hier nachgucken? Genau, der Grund, weswegen ich einen zweiten Stangennutzer haben sollte, ist eben die R3 Mondpike. Denn ich habe letzte Woche und diese Woche nicht das Rezept bekommen, aber es geht eigentlich trotzdem mal ganz schnell. halt einen Tag weiter links. Nee, zwei nach links. Was ist das Ding jetzt? Hier. Letzte Woche und diese Woche jetzt gerade eben nochmal einen Stangenteil bekommen. Das heißt, ich könnte halt den Mondpiken-Ding auf R5 bringen. Dadurch hätte ich dann halt, glaube ich, 40% mehr Damage oder so. Oder? Moment. Warte mal, immer 4. Nee, warte mal. 5 dazu. 20 starten. Auf R1. 25, 30 auf R3. Ja doch, dann hätte ich 40 Angriff halt mehr. Das ist halt, glaube ich, besser, als wenn ich hier auf den extra Schaden davon gehe. Mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit und dann Misschance. Basics können halt nicht missen, offenbar. Außer ich hau uns nichts, aber naja. Gut. Und das Ding aktiviert sich halt immer, wenn man Kristalle einsammelt. So, ich weiß nicht, wo der Cooldown bei Rosaria ist, aber es sind 10 Sekunden Cooldown. Das hat man alle 10 Sekunden diesen Buff für 5 Sekunden. Also hat man 5 Sekunden den Buff nicht. Der hat nämlich keinen Cooldown, wie er sich aktiviert. Hauptsache, ich bekomme die Elementarteilchen. Und wenn ich. Tageskristall das gleiche? Oder sind das. Egal. Da sind Teilchen, Kristalle. Sind Kristalle die Dinger, die ich bekomme mit Geo-Charakteren? Wenn ja, dann kann ich ja nämlich theoretisch einfach. Ja, gut. Entweder Albedo oder halt Kick. Kick ist ja schon. Hier Fischl dazu stellen, dann hat sie ja auch ihren Apply. Fischl hat dann auch noch Supraleiter und macht noch mehr physischen Schaden. Also, ja, doch, das Ding ist, glaube ich, für Rosaria ganz geil. Besser wäre wahrscheinlich halt Crit-Rate und die Crit-Schaden. Aber das ist dann wieder so zweitrangig. Artefakte kriegt sie halt dann erstmal so, wie es gerade passt. Sie kriegt die Reste quasi. Ich habe für sie schon fast ein komplettes Eisset zusammen. Aber das ist halt nur mit Kryo und gefroren richtig gut mit Crit-Boosting und so weiter. Und auch halt der Kryo-Schaden wird halt nur erhöht um 15% mit dem Zweitier-Set. Da habe ich schon gelesen. Macht halt bedingt Sinn, wenn man halt ihren Skill nutzt.
macht es halt mit dem Skill und mit ihrer Ult mehr Schaden. Aber das war's dann auch. Wenn sie wirklich hauptsächlich Basic Attacks macht, was sie wohl machen wird, dann ist wahrscheinlich ein physischer Goblet, der 60% physischen Schaden gibt, eventuell besser. Plus das maskierter, nee, blutbefleckter Ritter-Set mit zwei Dingern, 25 physischen Schaden, dann nochmal irgendwie zwei mit 18% Angriff. Notfalls vielleicht sogar Zweier-Set Crit-Set, damit sie halt Crit-Rate ein bisschen höher bekommt. Oder halt ein Zweier-Set Eis, damit sie halt wirklich auch den Eisschaden so ein bisschen erhöht. Das sind halt Optionen, die sie hat. So wie ich es jetzt momentan sehe und analysiert habe. Von den Leaks. Okay. Ja, das ist zumindest der Grund, weswegen ich jetzt dann halt Rosaria haben möchte. Und der Chaldee Rerun ist halt geil, weil wenn ich nochmal Chaldee bekommen sollte, Tartaglia, whatever, dann habe ich mit Glück. Ne, wenn ich Glück habe, bekomme ich ihn halt. Und dann habe ich halt ihn auf C1. Das heißt, seine Cooldowns um 20% reduziert. Das heißt, statt 10 Sekunden Cooldown nur noch 8 Sekunden. Statt 15 nur noch 12. Und das sollte eventuell dann mit seinem Passive Set Bonus extrem gut synergieren wieder. Harmonieren, whatever. Lass das nochmal nachgucken, gleich in Ruhe. Aber okay. Das ist zumindest so mein Plan und so weiter. Nebenbei, wir sehen jetzt so, wenn ich nicht gerade im Inventar bin und Sachen irgendwie von mich her laber. Wir sehen, dass Mondstadt sehr schön geschmückt ist. Auch bei den ganzen Statuen im Land. Also Teleport-Statuen oder Archon-Statuen. Da sind Blumen ums Denkmal gelegt. Ist ganz hübsch. Weiß nicht, aber hier jetzt in den Ecken. Nee. Hier waren sie faul. Die Blumen hier vorher waren, weiß ich gerade nicht. Aber die haben hauptsächlich die Hauptstraße geschmückt. Das, was die Leute halt hauptsächlich sehen, wenn sie in die Stadt kommen. Und was für sie interessant ist. Aber mehr als hier unten habe ich auch nicht gesehen, glaube ich. Weiß gar nicht, haben sie andere Orte auch noch geschmückt? Ich werde jetzt übrigens die Quest nicht mehr anfangen, auch wenn sie ausgewählt ist. Ich gucke mich jetzt hier noch ganz kurz um und dann mache ich einen kürzeren Part. Und werde in den Part, werde bei dem Part in der Beschreibung wirklich reinschreiben, es ist nichts passiert. Oni hat nur gelabert und gelabert. Yes, das ist ein Plan. Ich wollte eigentlich bis 11 Uhr die Questreihe fertig haben. Jetzt haben wir es 22:30. Erst verzögere ich mich wieder um 20 Minuten ungefähr. Mit dem Anfang. Die haben überall hier diese Windblumen. Hier, Windmühlenblumen aufgehangen, also hingestellt. Muss doch bestimmt auch noch irgendwas, oder? Ich möchte übrigens anmerken, diese Insel ist mir ganz zu Anfang schon damals aufgefallen. Ist ja dieses Arcadia, oder wie es glaube ich heißt, oder Arcadia? Irgendwie sowas. Höchstwahrscheinlich. Die schwebt halt. What? Die Glocke läutet. Das war jetzt das erste Mal, glaube ich. Nebenbei hier übrigens die ganzen Löwenzahndinger fliegen hier rum. Die Pusteblumen. Yay. Nee. Es wird hier wahrscheinlich ein sehr spätes Ge Wow, da ist Hitzeflimmern. Sieht man das? Neben Schaus Kopf, die Wolken. Wolken wabern, aber. Das sind die Wolken selber. Es ist mehr Hitzeflimmern als Wolke. Als Sache. Ach, das ist Hitzeflimmern von der Laterne offenbar. Die aus ist. Interessant. Auch noch nicht drauf geachtet. Ja, gut. Ja, hier oben ist auch schön geschmückt. Denn die Füße sind mit Gras bedeckt. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber hört auf, mich zu blenden. Bei dieser Statue, ja, es ist Venti. Es soll Venti sein. Venti ist so ein richtiger Fanboy. Ich habe mich auch von Anfang an für eine Frau gehalten beim ersten Mal sehen. Auch beim ersten paar Mal hören. Aber gerade hier mit dieser Statue, diese Statue, die sieht so feminin aus. Der perfekte Fanboy eigentlich, aber okay. Ja. Venti ist halt die Trap. Den Ruf kriegt er nicht mehr weg. Und ich krieg bestimmte Bilder nicht mehr aus meinem Kopf. Weiß nicht, wer das damals war. Nico oder Exif, einer von beiden hatte im Stream dann am Discord die Not Safe for Work-Ecke mal so benutzt, wie sie gedacht ist. Im Austausch von bestimmten Inhalten. Inhalte, die mir nicht ganz so gefallen haben, die zu sehen. Ich wollte die nicht sehen, aber
Ja, ist zwar interessant. Gut. Wieso hat eigentlich. Was soll der Scheiß eigentlich? Warum ist das Gebäude eigentlich perfekt symmetrisch bis auf dieser Turm da hinten? Ich habe mich da nie drum geschert, aber jetzt gerade, wo ich das so sehe, sieht das echt bescheiden aus. Es sieht auch vor allem jetzt mittlerweile so lebendig aus hier. Wenn jetzt da nicht mehr so ein irgendwie so ein billig Pulli-Model im Hintergrund ist, sondern ein richtiger Berg. Und der Nagel da oben fliegt. Irgendwann gehe ich nochmal da oben hin, weil ich Langeweile habe. Naja, apropos, ich habe irgendwas von einem Foto-Wettbewerb gelesen. Ich weiß nicht, ob das von einem YouTuber ein eigener Wettbewerb war oder ob der Ingame ist. Das weiß ich gerade nicht. Ah, müssen wir nachgucken, eventuell nachher. Also, wenn genug Leute mitmachen, kriegt man wohl irgendwie 60 Primus. Ist jetzt nicht viel, aber ist etwas. Was mich bei meinem Primus übrigens wundert ist, ich weiß nicht, woher ich auf einmal so viele hatte. Gut, 600 gab es halt wieder für Patch Day Sachen. Aber ich hatte vor 2 Wochen noch 3200. Glaube ich. Und ich weiß auch noch, wie ich gerade so 1600 hatte. Und jetzt habe ich halt über 5000. Das ist irgendwie. Also als B2Play Plus User. Es ist echt interessant, wie viel man da eigentlich teilweise bekommt. Oh, mir fällt gerade ein, warte mal. 2 Wochen geht jetzt noch der Banner hier von Venti. Dann geht 3 Wochen lang der Schalde-Banner. So. Erste Woche habe ich Level 10, zweite Woche Level 20, dritte Woche Level 30. Yes, ich krieg noch meine 680 Primus und meine 5 Gratis-Ziehungen aus dem Shop nächsten Monat für den Schalde-Rerun. C1 ist halt besser als C0, macht aber keinen Damage-Unterschied. Nur den Cooldown kann man besser managen, habe ich damals mal gelesen. Macht auch Sinn bei 20%. 30 oder 40 wäre halt irgendwie geiler, aber das wäre fast overpowered. C6 wäre halt Nonplusultra. Ich glaube, bei jedem Gegner-Kill ist der Counter resettet worden dann. Müsste man ganz kurz nachgucken. Was ist denn der C6-Schalde? Halt weiter vorne. Ich warte übrigens immer noch auf einen Kritellen für ihn. Er hat halt leider echt nur 27,6 KT. Beziehungsweise was hat er denn allgemein? 32,6 KT. Das ist ein bisschen wenig. Er kritisch mir zu wenig. Ja, ich könnte seinen Crit-Schaden dafür umso höher bringen. Aber was bringt mir der Crit-Schaden, wenn ich nicht kritte? Ungefähr. Ja. Ich hatte zwar schon Crit-Helme, aber die hatten dann, glaube ich, entweder nur lila oder die waren von den Substats sehr, sehr bescheiden. Ich glaube, einen einzigen anderen Crit-Helm hatte ich, und der war echt nicht zu gebrauchen. Ich würde gerne einen Crit-Helm haben, der auch Crit-Schaden und Angriffsprozent drauf hat. Mehr will ich nicht. Hier so Sternbild, was ist denn das jetzt gewesen? Komplette Auslöschung. Überspringt die Abklingzeit von Spezialangriff, stürmische gezeigte Anwendung von Spezialangriff, totale Vernichtung im Nahkampf. Dieser Effekt wird nach dem Wechsel in den Fernkampf aktiv. Moment, was? Überspringt die Abklingzeit von Spezialangriff, stürmische Gezeiten, bei Anwendung von Spezialangriff totale Vernichtung im Nahkampf. Halt, warte, Moment. Das ist doch. Das ist eine andere Passive mittlerweile? Lies bei Anwesenheit von Tasha, die ja. Flex versiegen, alle 4 Sekunden versiegen, gib aus, wenn bla bla bla. Moment. Weil das ist doch eigentlich nur das Ding. Alle Vernichtung. Tödliches Glitzern. Also. Moment. Ich habe die Passive komplett falsch gelesen andauernd. Überspringt die Abklingzeit von Spezialangriff stürmische Gezeiten. Ach nee, halt. Spezialangriff stürmische Gezeiten. Warte, halt, halt. Es ist, ja, das ist ein Tippfehler. Dämonengewand stürmische Gezeiten. Das ist kein Spezialangriff, das ist ein Elementarangriff. Ah, dann macht es, dann ist es doch richtig. Da haben sie doch nichts geändert. Okay, dann habe ich es doch richtig verstanden. Überspringt die Abklingzeit von Spezialangriff stürmische Gezeiten mit Anwendung von Spezialangriff totale Vernichtung im Nahkampf. Ja.
Das heißt, wenn ich im Nahkampf bin und genug Gegner kille mit den Elementarangriffen und meine Ult einsetze, im Nahkampf quasi rausspamme, dann, ja, ich kann ja bis zu 45 Sekunden, glaube ich, in der Stance bleiben. Oder nee, 30 Sekunden, glaube ich. Wenn ich volle 30 Sekunden in der Stance bleibe, habe ich einen 45 Sekunden Malus. Und das wird, glaube ich, auch durch rote Schwerter dann neben ihnen angezeigt, wenn man zu lange drinnen bleibt. So. Das ist so gesehen prinzipiell ganz geil eigentlich. Weil dann kann man halt dauerhaft den Hydro-Schaden rausteilen und im Nahkampf mit ihm kämpfen, was irgendwie besser ist als Fernkampf. Muss halt nur den Skill immer wieder abbekommen. Also ich kann theoretisch zumindest 45 Sekunden im Nahkampf verbleiben, wenn man das so macht. In den Nahkampf wechseln. 15 Sekunden angreifen ungefähr. Oder halt 30. Fast 30, 25. Den Skill einsetzen und nochmal 25 kämpfen. Also gute 40, 45 Sekunden kann man halt im Nahkampf dann bleiben. Wenn man halt die Fähigkeit wieder auflädt, dann kann man halt nochmal resetten. Das ist gut. Es ist aber dann wiederum negativ. Dann macht halt sein Dingens Set-Bonus wieder weniger Sinn. Hydro-Schaden um 15% ist ja gut. Wird den mit Standardgriffen und Stinkfüßen Schaden nach Anwendung von Elementarfähigkeiten 15 Sekunden lang um 30. Deswegen dieser Elementarschadensbonus. Diese 15 Sekunden ist halt ein guter Indikator für die Zeit, die man halt dann in der Ult verbleibt. Also wenn dieser Buff abgelaufen ist momentan, würde er halt nach 15 Sekunden wäre er dann wahrscheinlich 20 Sekunden auf Cooldown. Oder auch 15 Sekunden, weil alle 2-3 Sekunden sind 5 Sekunden mehr. Das Basis-Cooldown. Okay, sagen wir mal so 20 Sekunden hat er bei 15 Sekunden in der Form. Natürlich verliert er halt diesen 30% Bonus dann halt, wenn er C6 ist. Aber mit C6 würde man wahrscheinlich auch wieder ein anderes Set-Bonus nutzen. Da würde man wahrscheinlich dann auf andere Set-Boni hoffen. Statt dem hier. Gehe ich zumindest mal von aus. Für ein C1 wäre das hier trotzdem noch extrem top. Weil, wenn der Buff abgelaufen ist, wechselt man wieder in den Fernkampf. Und hat von ja, 15 Sekunden Abklingzeit, je nachdem, wie viel man dann hat, 20 weniger. Müssen wir testen. Das hier jetzt auch nochmal. Es ist ein sehr verschwendeter Part. Ich habe eine halbe Stunde nichts gemacht quasi jetzt. Aber ich habe für mich Sachen jetzt gerade erfahren, die ich testen kann. Und daher ist es nicht ganz so schrecklich, aber egal. So. Wechseln. Bin ich gebufft. Sobald die weg sind, werde ich den Dingens beenden und gucken, wie viel Cooldown ich dann habe auf der Ult, also auf der Fähigkeit. Na? Ach! Das wirkt auch für die Fähigkeit. Jetzt habe ich nicht auf den Cooldown gedacht, achtet. Aber das ist interessant. Es ist das perfekte Set für ihn eigentlich. Er hat dann quasi, wenn er wechselt, kann er auch im D-Modus Moment halt, aber das war. Jetzt muss ich nachlesen nochmal. Artefakte. Erhöht den Schaden mit Standardangriffen und heftigen Schlägen, großen Schaden nach Anwendung von Inventar. Aha, das heißt. Nicht nur Nahkampf, das heißt, ich kann auch quasi, wenn ich dann wieder wechsle, dann mache ich trotzdem 30% mehr Schaden. Ich verliere halt nur die 15% Schaden von Hydro und bekomme halt Fernkampf Damage wieder. Aber das, darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Mit dem Set ist eigentlich sein Cooldown auch scheißegal. Weil, ich gucke jetzt mal. So. Ja. Cooldown hat er dann, wenn ich ihn gleich zurück switche. Jetzt müsste es gleich sein. Okay, 22 Sekunden hat er jetzt gehabt. Danach kann er wieder 15 Sekunden damit machen. Das heißt, er ist 7 Sekunden ist er ohne Dingens. So. Ich muss mal kurz einen Rechner auspacken. Das ist jetzt interessant für mich. So. 22 Sekunden durch 100 mal 20. 4,4 Sekunden weniger. Das heißt, ich habe noch 18 Sekunden. Das heißt, ich bin dann nur noch 3 Sekunden ohne Pässe vom Reset und 3 Sekunden ohne
Nahkampf. Also, okay, Nahkampf will ich dann halt sowieso nicht. Aber das ist interessant, dass das doppelt triggert bei ihm halt. Es ist das perfekte Set eigentlich für ihn, weil er hat halt 30 wonder what Sekunden the davon. rest of the Harbingers are up to. So. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt. So, jetzt muss ich mir überlegen. Im Optimalfall, wenn man nicht drauf achtet, kann man. Wenn man nicht zeitig drauf achtet und einen Timer hat, dann ist das blöd. Aber ansonsten wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Who's next? Okay, drei volle Kombos bringen ihn 15 Sekunden Cooldown ein. Dann kann er 15 Sekunden wieder schießen mit dem Buff. Und eigentlich, wenn der dann abgelaufen ist, kann er wieder wechseln und wieder den Buff applyen. Also man schafft ohne Unterbrechung drei volle ja, Chains quasi. Das sind dann 15 Sekunden Cooldown, die er bekommt. Okay. Bei 15 Sekunden waren es halt dann ja 3 Sekunden, die er dann abgerechnet bekommt mit C1. Dann wäre er halt bei 12 Sekunden nur noch, wo er dann 12 Sekunden, ja, keine Ahnung. Er hat ja auch dann, stimmt, hat ja dann auch im Fernkampf auf seine, ja gut, dann ist natürlich mein Bogen beschissen, weil wenn er halt wieder wechselt, kann er halt auf den Fernkampf wechseln, vom Nahkampf, und dann halt die abschießen. Die machen ja auch AOE-Schaden so ein bisschen. Die Wasserpfeile, soweit ich weiß. Das ist nicht unbedingt schlecht. Natürlich schlecht, weil ich jetzt den Dingens anhab, den Rostbogen. Da verliert er halt 10% bei den Charge Shots, aber durch die 30%, er verliert so oder so 10% Schaden, aber er kriegt halt 20% wieder, 30% wieder drauf. Ich weiß nicht, wie sich das addiert oder multipliziert, aber okay. Trotzdem gut zu wissen. Ja, mal schauen. Wo ist denn hier ein Gegner, an dem ich testen kann? Wieso gibt es hier keine Trainingsdummies, wo man den Damage mal testen kann? Schon so ein bisschen blöd. Ba-ba-ba-ba. Dann gibt es einen Kur. Ja, doch, ich gehe mal zu einem größeren Gegner hin. Nehmen wir mal den Ruin Guard hier. Würde mich mal interessieren jetzt. Rein vom Prinzip her. Weiß, ich habe jetzt seit 40 Minuten aufgenommen, ich habe nichts gemacht, aber es ist ein Siri-Crafting-Part und ein Laber-Part, okay. Zumindest ist meine Stimme jetzt dann gleich eingesprochen. Weil mein Gaumen fängt gerade an zu jucken. Das ist. Der Gaumen fängt an zu jucken, das ist auch so eine tolle Aussage, Uni. Fühlt sich komisch an, auf jeden Fall. So, ich mache jetzt. Ich werfe jetzt einfach nur irgendeine Stelle. 3549. So. Man soll ja hier irgendwie auch die Combo, glaube ich, nicht komplett durchspammen, sondern auch mit starken Angriffen machen. So, jetzt wechsle ich. 3300 irgendwas. 9000. 4000. Ah, das war ein Crit davor. Ja, gut, okay, das davor war ein Crit, der 9000er. So, das heißt, ich mache rund 1000 Damage mehr. Wenn ich kritte, sogar 3000 ungefähr. Trifft der mich jetzt hier eigentlich? Wollte gerade sagen, hätte mich jetzt gar nicht treffen dürfen, oder? Hat er eigentlich. Er hat keinen Fall Damage Animations, wenn er das macht. Vor allem, das ist ja. Ah, genau, das ist ja auch noch. Stimmt, bei dem Charge Shot profitiert er ja auch wieder von den Dingens. So, wenn ich jetzt so mache. Ja, gut. Ist halt. Ja. Kann man das vergleichen? Nee, kann man nicht vergleichen. Weil Keking hat halt den höheren Crit-Schaden und den höheren Crit-Wert momentan. Weil sie crittet die ganze Zeit nur. Sie crittet für 800. So. Er hätte halt für 3. Ja, gut, dann würde auch. Die machen ungefähr gleich viel Schaden, wenn sie critten. Ja, doch, 800 machen sie so. Nur dass sie halt andauernd sich Elektro geben kann, womit sie bei denen zum Beispiel mehr Schaden macht. Wenn ich jetzt wechsle und wieder wechsle. Ja, dann komme ich auch mit Basics auf einen höheren Schaden als sie. So. Und der Charge Shot dauert halt ein bisschen länger. Ich mache auch mehr Schaden und ich bin vor allem auf.
Distanz. Also Tatadi ja schon stärker als Keking. Selbst ohne Oni. Aber gut, das ist gut zu wissen. Also das habe ich vorher auch nicht gewusst. War immer verwirrt, warum der Buff noch anhält. Ich dachte immer, der Buff hält noch vom Melee-Mode an. Aber nee, der refresht sich sogar. Ist gut zu wissen. Das heißt, selbst ein 10-0, Tatadi ja, wow, ist jetzt eigentlich mit dem Hydro-Set komplett viable. Wenn man halt seine normalen Rotations dazwischen bringt. Ja, jemand wie Keking kann dann dauerhaft draußen sein, dauerhaft angreifen. Wenn er halt Barbaras Healing drumherum hat oder sonstiges. Aber für so Element-Reactions und dann Burst-Damage, eine Burst-Period quasi, dafür ist Tatadi ja auch mit 10-0 extrem gut. Mit C1 ist er dann ein bisschen besser manageable, wenn man in Melee-Mode möchte unbedingt. Aber man kann halt, ja gut, das Problem ist halt, im Gegensatz zu Ganyu offenbart er halt keinen Skill, mit dem er aus dem Nahkampf in den Fernkampf wechseln kann. Also, wenn Ganyu am Gegner dran ist, kann sie irgendwie zurückspringen, glaube ich. Das kann er leider nicht. Also muss man halt seine Ausdauer dafür opfern. Ich hoffe ja auch, dass man, ich meine 120 Ausdauer jetzt pro Gebiet. Find's Ärger. Also mir egal. Also wenn man jetzt quasi mit den nächsten Gebieten irgendwann, sprich irgendwann mal Inazuma so mit 1.7 vielleicht, weil 1.5 wird es definitiv nicht, 1.6 offenbar auch nicht, also 1.7 ist dann eher wahrscheinlicher, dass da mal irgendwie richtige Story kommt, also im Sommer gehe ich mal von aus, dann kann man davon ausgehen, dass jedes halbe Jahr ungefähr theoretisch ein neues Gebiet kommt. Also ein größeres neues Gebiet. Nicht nur so eine kleine Ergänzung, wie jetzt der Drachengrat. Bei Drachengrat, der war schon groß, aber der war halt auch in der Beta schon vorhanden. Ein halbes Jahr für Inazuma. Die müssen ja auch wahrscheinlich verschiedene Development-Teams haben. Also im Endeffekt, Dezember kam der Drachengrat. So. Dann haben sie ein halbes Jahr, die haben schon vorher wahrscheinlich dran gearbeitet, haben ein halbes Jahr dann Zeit, Inazuma fertig zu machen. Und in der Zeit gibt es halt das andere Team, was dann die kleineren Gebiete macht, beziehungsweise die kleinen Events dann halt, so wie jetzt. Sofern die halt nicht in der Beta schon drinne waren. Was bisher, glaube ich, immer der Fall war. Das ist so meine Theorie. Ja, das heißt, sagen wir 1.7, 1.8 Inazuma. Das wären 6 Patches nach dem Drachengrat. Das heißt 1.14 in 60 Wochen. Wer ist das? 60 Wochen? Nee, halt. 6 Wochen ein Update. 10 Patches quasi. Och, das sind 60 Wochen. 60 Wochen sind etwas mehr als ein Jahr. Hm. Ja gut, wir müssen aber. Ja gut, man müsste. Ja gut, nee, man geht ja dann von 1.8 aus. Oder 1. Ja gut. Hm, ist die Frage, von was man halt ausgeht. Aber sagen wir mal so, vielleicht alle 6 bis 8 Patches eine größere Region. So. 6 bis 8, 30. Und wenn man es jetzt runterrechnen möchte, oder runterrechnen möchte, vielleicht alle 8 Monate eine neue Region. Das wäre sogar fast schon verkraftbar. Das ist auch machbar, weil sehr viel hier in der Welt, die sieht hübsch aus, aber die ist halt teilweise echt sehr simpel gestrickt. Also wenn ich ein bisschen 3D-Modeling könnte und ein bisschen trainiert wäre und wirklich dafür bezahlt werden würde, dann könnte ich so eine Gegend hier auch machen. Nehmen wir jetzt mal ein Stück da unten. Eine Hauptebene, die sie gezimmert haben quasi mit Tiefen und Höhen. Und dann haben sie halt andere Steintexturen, die sie dann halt irgendwie da reingesetzt haben. Die dann so ein bisschen rausgucken. Deswegen, hier zu Anfang sieht es auch ganz gut aus. So spätere Gebiete sehen teilweise sehr bescheiden aus. I think this is pushing it. Musik hier. Vor allem in Liyue sind dann halt relativ viele große Berge, die dann auch halt sehr lieblos sind teilweise. Entweder sind es die Texturen, die halt hässlich sind, oder sie sind halt sehr schnell zusammengesteckt, dass dann halt Lücken entstehen. Ja, wie gesagt, da will ich jetzt auch nicht drüber streiten, dass es nicht unbedingt nötig ist, auszubessern, aber es wirkt halt runder, wenn halt solche kleinen Mini-Eingänge an Bergkanten nicht sind. War ja damals auch beim Drachengrat so, dass man dann bei der einen Höhle da reinlaufen konnte. Wo die Erze sind. Die haben sie jetzt ja auch abgedichtet mit dem Drachengrat. Das sind alles solche Verbesserungen.
Das Spiel funktioniert trotzdem so. Die meisten wirklichen Glitches sind dicht, wo man durchfallen könnte. Aber es gibt immer solche Kleinigkeiten, wo man halt reinfallen kann. So, ich bin bei 45 Minuten. Ich habe nichts gemacht. Das ist ein Part, den kann ich eigentlich komplett ignorieren. Das ist wirklich wow. Kriegt das mal hin, eine Stunde abends aufzunehmen und nichts zu machen. Ich meine, gut, das war mit Pokémon gestern Abend nichts anderes. Aber. Okay, gut. Wir haben es jetzt sowieso 10 vor 11. Hier wird es gleich wieder ein bisschen lauter. Und wird wahrscheinlich auch losbellen. Ich werde jetzt mit dem Aufnehmen warten bis danach. Und danach werde ich mich um das Event kümmern. Vielleicht nehme ich noch irgendwas anderes danach auf, wenn ich Bock habe. Aber ich werde es ganz schön heute fertig bekommen. Morgen Abend dann halt ein bisschen eher anfangen, vielleicht. Oder auch erst aufnehmen, mal gucken. Ist halt das Blöde, wenn halt hier mal wieder jemand Spätschicht hat und erst so spät wiederkommt. Den habe ich vorher keine Ruhe, vor 10. Meistens fange ich vor 10 auch nicht an, aber wenn ich um 10 immer erst anfange, oder um 11, dann streame ich halt nur bis 3 oder 4. Das sind halt auch nur 4, 5 Stunden und in der Zeit kriege ich nichts gebacken. Das heißt, ich muss eigentlich relativ viele Spiele mittlerweile aufnehmen, weil dafür habe ich abends eher die Zeit oder die Ruhe. Und wenn ich doch mal irgendwann vielleicht doch Lust und Laune habe und nicht so geizig wäre, dass ich mir eine eigene Wohnung suche und komplett Vollzeit gehen würde, aber naja. Solange ich das nicht tue, muss ich mit dem ja, zufrieden sein, was ich habe. Aber egal, das nur so nebenbei. Es gibt so viele Sachen, die einfach so viel angenehmer sind, wenn man alleine wohnt. Einer, der einen nerven kann. Man weiß immer, wann man was wie machen muss. Ah, man hat Ruhe. Eins der nerviger an der Sache ist natürlich dann die Kosten. Aber naja. Vor allem keiner kann ihm sagen, was er machen soll. Ach ja. Das ist super. Das ist natürlich jetzt Mittwoch wieder Nachtschicht, das stört mich jetzt so ein bisschen. Aber dann werde ich Mittwoch wahrscheinlich definitiv mich um Dokumente kümmern müssen in der Nacht, weil dann werde ich mich heute und morgen nochmal wieder faulenzen. Ich meine, ich habe schon vor 3 Wochen Dokumente fertig gemacht. Aber ja, mittlerweile, je mehr Vorstellungsgespräche ich mittlerweile hatte für den Industriekaufmann, desto eher fällt mir auf, dass ich den Job gar nicht haben möchte, glaube ich. Der wird zwar gut bezahlt, irgendwie. Und ich denke mal, dass ich es hinbekommen würde im Büro. Aber ich glaube, Spaß wird es mir nicht machen. Ich meine, Spaß bei Arbeit ist immer so eine Sache. Aber in dem Fall ist er halt, ja. Es ist halt suboptimal, dieser Beruf. Es gibt mittlerweile Berufe, die für mich interessanter wären. Einfach nur, weil ich damit privat mehr anfangen könnte. Ganz zusammen hatte ich halt mir den technischen Zeichner ausgesucht. Und der wäre mittlerweile für mich wieder interessant, weil ich mittlerweile so die Connection habe. Warte mal. Technischer Zeichner. Du machst zwar im Grunde Bauzeichnungen, verdienst damit Geld, aber das 3D-mäßige Design, das kannst du auch auf Blender übertragen. Du kannst quasi damit dann 3D-Artist werden. In der Theorie. Und das wiederum kannst du dann wiederum in der Gaming-Industrie oder Filmindustrie mittlerweile nutzen. Also, selbst von so einem simplen Industriezeichner, also technischen Zeichner, kannst du halt upgraden auf bessere Sachen. Aber okay. Gut, ich stelle mich jetzt hier hin. Beim nächsten Mal bin ich wieder in der Stadt wahrscheinlich, weil ich mich da importen werde schon. Da hinten ist ein Cell vom Event. Das sieht man auf der Karte, glaube ich, auch so ein bisschen. Ja, da ist eine komische Blume. Und ja, stehe ich hier und würde sagen, ich mache jetzt hier Pause. Ich habe rumprobiert, ich habe gelabert, ich habe nichts geschafft. Ich bin über 102.000 Abenteuer-LP. Geht ja doch so ein bisschen voran. Na gut, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. 1,5 Monate. 2 Monate, dass ich das Level-Up hatte, aber trotzdem. Wenn man es halt nicht mehr braucht, diese Level-Ups, dann ist es ganz nett, dass es dann doch vorangeht. Gut, 50 Minuten jetzt gleich. Ich sag dann ciao und bis zum nächsten Part, wo ich hoffentlich irgendwas mache. Und nicht nur laber. Ich muss in die Beschreibung Disclaimer packen. Es passiert nichts im Part. Ich labere nur. Wirklich ein reiner Theory Crafting und Zeit rumbringen Part. Aber okay. Ist ja nicht schlimm. Bis dann.